Nutzt du regelmäßig E-Scooter? In Paris sind die Lime-E-Roller bald Geschichte. Die 15.000 E-Scooter der Anbieter Lime, Tier und Dot werden ab September aus Paris verbannt. 90% der Teilnehmenden in der Abstimmung stimmten gegen die E-Scooter. Ein Grund? Die Wegwerfmentalität bei den Leihrollern. Dabei war Paris mit der Einführung 2018 eigentlich schon einmal Vorreiter im Bereich E-Scooter. Die 700.000 privaten E-Scooter dürfen aber auf der Straße bleiben. Wie ist deine Meinung zur Abschaffung?